feiges Schweinchen. Geh weg, geh weg, lass mich, 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 nein! Alter, lass mich, lass mich, lass mich. Ciao, ciao. Ciao, du kannst mich mal. Ciao. Alter, geh weg. Was ist mit dem denn nicht in Ordnung? Kommt der einfach durch die Wand? Alter, kommt der durch die Wand? Will der mich verarschen? Ja, ich hab dich vermisst. Alter, geh weg. Lass mich. Geh weg. Geh weg. Was ist das denn? Guck ich mir gleich an. Hab ich keine Zeit für. Aber da war gerade der andere, oder? Da war doch gerade der Sohn, ne? War da nicht gerade der Sohn? Warte mal, kann ich jetzt das Kraut verwenden? Ach was? Aus dem Haus fliehen. Alter. Was ist das denn? Lol. Alter, wie der durch die Wand kam gerade. Will der mich verarschen? Was ist er denn? Ist er Hulk oder was? Das ist das verrückte Ehepaar. Das war das Bild, was damals über den Kamin hing. Sieht ziemlich arrogant aus. Wer ist das denn? Ach, der Sohn. Aber der Sohn stand gerade da vorne. Was? Scheiße, der kommt. Scheiße, der kommt. Fuck, 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 fuck. Kann ich hier unter den Tisch? Nein, kann ich nicht. Fuck! Da ist bestimmt so eine Rätseltür. Ich weiß nicht, ob der hier nochmal um die Ecke kommt. Fallen immer die Kopfhörer aus den Ohren. Alter, ist der fertig. Junge! Okay, dafür brauche ich irgendwas anscheinend, aber was denn? Boah, wie mies das ist, wo du weißt, dass der da rumläuft. Fuck. Fuck. Wie sagt man so schön? Einmal Familie, immer Familie. Hier, oder? Was ist das denn? Kenne ich nicht. Da liegt ein Schlüssel. Aua, oh, Entschuldigung, ich glaube, ich bin am Mikro gekommen. Schlüssel für die, was? Kellerklappe. Ernsthaft? Ich muss da wieder zurück hin. Ernsthaft? Fuck. Wo ist der? Fuck, wo ist der? Scheiße. Scheiße drauf, ich riskiere es. Na, mach die Kellerklappe offen. Mach die Scheißklappe offen. Mach offen! Alter, mach offen. Geh da rein. Geh da rein. Oh, mach zu. Jetzt hat er eine Taschenlampe. Wo hat er die Taschenlampe auf einmal hergezaubert? Ich verstehe es nicht. Warum? Oh oh. Oh oh. Und wieso haben wir immer noch keine Axt? Ich würde gerne eine Waffe haben. Ich kann hier nicht rennen. Da ist Kraut. Oh Gott, oh Gott. Oh, ein Rasen. Was ist das denn? Antike Münze. Ach cool, die gibt's auch. Bestimmt so Collectibles. Noch mache ich komische Sprüche und fühle mich noch sicher, weil ich entkommen bin vor ihm. Aber das wird sich wahrscheinlich gleich ändern.
Boah, diese Kerze, ne? Alter. Wo kommen wir denn jetzt hin? Oh Gott. Freunde, ich brauche gleich erstmal einen Speicherpunkt und eine kleine Pause. Ich drehe sonst durch. Ja, jetzt macht er wieder Licht aus. Nimm doch. Oh, speichern. Ich habe es gerade noch gesagt. So, ich speichere mal. Ich bin fertig. Ich bin fertig mit dem Salat. Ich bin fertig. Freunde. Huch. Freunde. Speichert der jetzt? Ja. Oh. Freunde. Hallo. Ich grüße euch herzlich. Alter. Ich, boah, diese Kerze, ne? Der wird sich noch schön schütteln vor Schreck. Hallo Freunde, hallo Leute, die alle da sind. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ich grüße euch zum Horror-Special mit Resident Evil. Es ging ja noch einigermaßen, wenn ich das mal so sagen darf. Es ging wirklich noch einigermaßen. Ja? Ja, wie soll ich sagen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste ein bisschen lachen, gerade bei der Alten, also bei der, bei der Frau vom Baker, was für eine lustige Stimme die hat. Die ist es einfach nicht, die ist es einfach nicht, die ist es einfach nicht. Alter. Huh. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause, dann kann ich währenddessen mal eben was trinken. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ja, ich schau mal eben. Warte mal, kann ich die Brille abnehmen? Ah ja, ist Pause-Menü, sehr schön. So. Alter. Freunde. Freunde der gepflegten Tanzmusik und des Breitensports. Ich würde sagen, wir machen Flexi-Wechsel. Genau, ich wechsle mal eben schnell die... Alter, es ist so fürchterlich. Ich weiß nicht, ob es auf dem Bildschirm so rüberkommt. Ne, aber es ist so... Es ist so schlimm. Es ist noch schlimmer, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pipi-Popo-Pause, Chipsol-Pause, Trinkol-Pause, Raucherpause. Und dann geht's gleich spannend weiter mit Resident Evil. Und ich würde mich sehr freuen, wenn er dann dran bleibt. Dann spielen wir gleich noch ein bisschen weiter. Ja? Ich würde sagen, dann bis gleich.
Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Freunde, Freunde, Freunde? Freunde? Warte mal eben. Ich höre auf dem linken Ohr nichts. Warum? Ich bin gerade... Moment, ich muss mal eben... Kleiner Moment, bin sofort wieder... Warte mal, ich mach mal eben... Warte. Moment. Warte. Hallo. Da bin ich wieder. Willkommen zurück. Mal eben kurz gucken hier. Meine... Herz ist schön in die Hose gerutscht, Sascha. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Freunde. Es ist, Was kann am Stecker liegen? Bewege ich den mal? Warte mal. Nee, ich glaube... Ich glaube... Ich weiß... Ach nee. Es liegt daran, weil der Sound links ist und hier rechts gar nichts ist, deswegen... Oh. Du wirst noch Spaß kriegen. Ich hab's durch mit VR. Was, jetzt schon? Alter, wie schnell bist denn du? Boah, krass. Ich muss noch mal einen Schluck trinken. Warte mal eben. Ich weiß, schicke Frisur, man sieht bei VR immer aus, als ob man irgendwie aus einer, keine Ahnung, aus der Waschmaschine kommt oder so. Aber ich denke mal, hören tut man mich gut, ne? Wenn ich jetzt VR-Headset aufhabe, das geht alles, ne? Alter, schade, dass Mr. Baker dich nicht gesehen hat, wie du die Klappe runter bist. Da kam so ein schöner Spruch von ihm. Tja. So, ich setze mal wieder das Headset auf, Freunde. Es geht weiter in die nächste Runde. Alter, oh Gott, ich muss erstmal kämpfen hier mit dem Kabel. Mit dem Gäbelchen. Aber schön, dass das funktioniert mit VR. Ist ein Traum. So, jetzt muss ich gucken, dass ich erstmal gerade sitze wieder. So. So. Ja, willkommen zurück. Warte mal, ist das eigentlich von der Lautstärke? Habe ich das schon auf volle Pulle? Aber ich höre das immer auf volle Pulle. Das muss auf volle Pulle sein, weil sonst funktioniert das nicht. So, gespeichert haben wir. Ich würde sagen, ja, 3, 2, 1, meins kann ich ja nicht sagen, ist ja... Ich mach das mal anders, so. So, Karte des Haupthauses. Haben wir schon wieder... Nee, warte mal, wir lassen nochmal hier, so. Wir sind jetzt im Waschraum, aha. In der Speisekammer... Nee, warte mal, im Esszimmer sind wir aufgewacht, ne? So, Eingangshalle braucht man Schlüssel, so wie das aussieht. Garage kommen wir auch nicht rein. Da brauchen wir irgendwas für das Klebeband. Hier ist in dem Waschraum ist irgendwie eine Kiste, so wie das aussieht. Da müssen wir mal gucken. Da ist die Kiste. Aha. Ach, da kann ich jetzt... Ach, wie geil, wie früher. Da kann ich jetzt Sachen reinpacken. Ah, das ist ja geil. Aha. Was ist das denn? Flüssige Chemikalie und Kraut. Was R1 kombinieren? Arznei. Ah, ist ja cool. Na gut, die flüssige Arznei hilft, wie gesagt, beim abgeschnittenen Arm. Mich wundert, dass er seinen Arm benutzen kann, oder beziehungsweise seine Hand. Mal probieren, vielleicht ist ja Mama dran. Mal gucken. Hallo? Ich hab Hunger. Okay, anscheinend nicht. Ich habe so Angst, dass es noch fürchterlicher wird. Das wird bestimmt noch schlimmer, das Spiel. Das ist nur der Anfang. Es ist so dunkel hier. Vor allem, warum packt er nicht die Taschenlampe? Kann ich die Taschenlampe irgendwie... Warte mal, kann ich nochmal eben... Ich gehe mal eben in die Steuerung. Wireless-Controller vibrieren, bla bla. Laufgeschwindigkeit sehr langsam. Normal. Was ist denn normal? Was ist denn? Warte mal, langsam ist... Langsam ist das hier, ne? Das ist langsam. So, was ist denn normal? Warte mal. Speichern, ja. Ja, ich glaube, das ist besser, ne? Das ist doch wesentlich besser. Was ist denn? Die miefen furchtbar. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, die Socken, boah, nee, ich glaube, die, boah. Allein die Kerze, wie das riecht hier drin, ne? Boah. Furchtbar. Fürchterlich. So, ich wollte trotzdem noch mal in die Option gucken. Wegen, den Steuerung, warte mal, den Tastenbelegung.
Gibt es keine Tastenbelegung, die ich gucken kann? Steuerung? Ah, hier. Achso, die Vibration. Achso, toll, nee. Anzeige, VR-Modus normal. Reduziert, normal. Ich guck nochmal eben durch eben. Fernkreuz ständig anzeigen. Weiß, Farbe, achso, weiß, rot, VR-Modus. Tutorial. Modus. Was? Sichtfeld, Filter, automatisch. Orientierungshilfe brauchen wir nicht. Wir spielen voll. 10, ja, Dynamikbereich groß. Alter, Virtualsound, oh Gott. Krass. Sprache Deutsch. Standard, okay. Ja gut, dann hier war noch was. Ne, wir haben Dietrich gefunden. Warte mal. Moment. Wir kriegen eine Schublade nicht offen, ne? Ich speichere nochmal eben schnell. Alte Resident Evil Zeiten mäßig. Also deswegen speichere ich mal. Boah, wie geil. Es kann ja mal jemand in den Chat schreiben, wie lange das Spiel, also ungefähr die Spielzeit ist. Das weiß ich ja nicht. Ich habe mich ja gar nicht gespoilert. Ich habe einfach drauf los und fertig. Und dasselbe wird auch sein, was jetzt demnächst kommt. Dürft euch freuen, wenn wir im Stream spielen. Horizon Zero Dawn. Das habe ich mir auch in der Collectors Edition vorbestellt. Also davon wird es dann wieder ein Unboxing geben. Habe ich mich auch nicht gespoilert. Ich kenne nur den ersten Trailer von Gamescom, wo ich damals da war, wo sie es vorgespielt haben. Mehr auch nicht. Entriegelt. Wo die da, die Tante halt da, diese Roboter-Dinos. Diese Roboter-Dinos jagt. Und mehr kenne ich von dem Spiel nicht, deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Oh nein. Oh nein. Der Dietrich, ne? Oh, Entschuldigung. Das. Ja, jetzt klingelt das Telefon, ne? Ich werde da bestimmt nicht dran gehen. Ihr könnt mich mal. Ich mache jetzt mit dem Dietrich erstmal Dings. Ich mache mit dem Dietrich jetzt erstmal hier offen. Ja, Arzneimittel. Geil. Ich brauche eine Waffe. Fuck, ich brauche eine Waffe, ey. Aber was bringt mir das denn jetzt? Ich habe sonst nichts im Inventar, ne? Toll, Munition habe ich. 5 Schuss, 2 Arzneimittel und... Ich frage mich, wie das funktioniert mit diesem anpassbaren Schwierigkeitsgrad. Weil es soll ja wohl angeblich einen anpassbaren Schwierigkeitsgrad geben. Gibt es den erst, wenn man es durchgespielt hat? Oder ist das jetzt schon integriert? So, warte mal. Ich gehe mal dran. Ja, hallo? Zoe, stimmt's? Zoe. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Toll. Es gibt einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Ja. Und das Teil an deinem Handgelenk ist ein Codex. Verliere nicht. Er ist wichtig. Okay. Es ist eine Apple Watch. Das ist eine Apple Watch, ne? Reizendes Mädchen. Ja. Ist das eine Apple Watch? Von den eher reizendes Mädchen. Da hätte ich gar keine Zeit für drüber nachzudenken. Reizendes Mädchen. Ich speichere nochmal, ich weiß, sie ist nervig, aber sicher ist sicher. Alter, ich hätte da gar keine Zeit für darüber nachzudenken, ob es ein reizendes Mädchen ist oder nicht. Warum lässt er diesen Spruch los? Warum? Alter, ich würde lieber versuchen, irgendwie, keine Ahnung, warum nimmt er nicht? Wann kommen diese Spiele, wo man einfach irgendwas hier nehmen kann? Alles. Zum Beispiel, keine Ahnung, hier das Waschmittel oder was weiß ich, um auf den Gegner zu schmeißen. Wann kommt dieses Spiel? Wahrscheinlich niemals. Wir müssen ja immer noch gucken, hinten diese Tür, die erinnert mich unheimlich stark an das alte Resident Evil, die Tür hinten. Ist auch geil. Ein Schrank mit Maschendrahtzaun in the morning. Ich schau nochmal, ob hier irgendwas gibt. Die scheinen ja auch nicht ganz normal zu sein, ne? Weil der Sohn, der am Tisch saß, falls die Leute, die aufgepasst haben... Der Sohn, dem wurde ja die Hand abgeschnitten während der Mahlzeit, wie wir da saßen. Und, ach, guck mal an. Wieso kann ich da die Gabel nicht nehmen? Und dann hat der was ganz Wichtiges gesagt, ist mir aufgefallen. Er hat gesagt, oh nein, nicht schon wieder. Das heißt also, es kann natürlich sein, dass wir seine Hand bekommen haben, seine frühere Hand.
Das heißt also, wachsen bei dem wahrscheinlich... Oh Gott, da will ich gar nicht hin. Also wachsen die wahrscheinlich Gliedmaßen nach, den Bakers. Also werden die wahrscheinlich... Ich meine, klar, es ist Resident Evil. Es muss ja irgendwas mit dem T-Virus und so und tralala. Ich bin echt sehr gespannt auf die Story. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und vor allem auch auf die Videotapes. Weil da werden ja wahrscheinlich noch mehrere kommen. Ja, geht eh nicht. Ja, gut. Wir... Da ist noch so ein Wackeldackel. Sind das Easter Eggs? Bestimmt nicht, ne, oder? Ah, guck mal, eine Hollywood-Schaukel. Toll. Oh, warte mal. Warte mal. Schießpulver? Ne. Alter, wie mies. Und das alles ohne Taschenlampe. Wieso packt der nicht die Taschenlampe aus? Gibt's keine Taschenlampe, die man aktivieren kann oder so? Boah, ich könnte das Spiel bis morgen früh spielen. Ohne Spaß. Es macht so viel Laune. Das Mikrofon ein bisschen näher ranholen. Es macht so viel Spaß. Auch wenn es gruselig ist, klar, sicher. Ich habe natürlich Angst, dass er jeden Moment hier durch Dings kommt. Weil dadurch, dass ich jetzt rede, beruhige ich mich. Ne, aber... Ich finde es irgendwie total geil. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will es weiterspielen. Könnt ihr euch schon mal freuen darauf, dass wir Samstag auf jeden Fall spielen werden. Weil ich werde es heute definitiv nicht durchschaffen. Aber... Ist die Oma noch da? Ne, die Oma ist weg. Oh, die Textur hat gerade nachgeladen. Aber... Schon wieder? Ist das wieder Mia? Oder Pia? Aber ich würde so gern weiterspielen, weil es einfach so, wieder so ein Storyspiel. Ich mag Storyspiele, ich liebe Storyspiele. Die sind so geil. Und ich will rausfinden, was ist hier los? Was ist mit dem Haus? Was ist mit den Menschen hier passiert alles? Ich hoffe, wir finden das alles raus. Auch mit der ganzen Crew. Was ist mit dem Typen passiert, zum Beispiel, wie wir in den Keller gegangen sind und unseren Freund gefunden haben auf dem Band. Und, der Typ, der oben gesagt hat, du gehst als erstes runter. Was ist mit dem passiert? Das würde ich gerne... Ich hoffe, wir finden das alles raus. Ich würde es gerne wissen. Apropos Last Guardian, das haben wir schon gelesen, ne? Genau. Last Guardian würde ich auch gerne noch weiterspielen. Im Stream. So finalemäßig. Wo kommt denn das Klopfen her? Ich quatsch schon wieder so viel. Machen Sie auf! Wer ist das? Hey! Wer ist denn das? Hey, Sie müssen mir helfen. Hey! Ganz ruhig, zurück! Also, Sir, wohnen Sie hier? Nein! Ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein! Nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Ja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Alter, willst du mich verarschen? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Oh. Okay, ich sage Ihnen, was Sie wollen. Anstatt er in dem Arm zeigt. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden. Hey, halt! Oh nein. Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben nur den Verstand verloren. Oh. Schauen Sie. Officer. Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Gib mir die Knarre, Mann. Oh. Das Taschenmesser? Ernsthaft? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Was soll ich mit einem Messer? Toll. Toll. Das wäre genau dasselbe. Ich würde zu einer Schießerei mit dem Messer gehen. Super. Garage. Ganz toll. Warte mal. Ah, Moment. Moment. Bevor ich in die Garage gehe. Der kann von mir aus warten, der Kerl. Das ist mir egal. Ich weiß, dass hier noch irgendwo was war. Warte mal, war das hier? Ich gehe nochmal eben hier rein. Ich probiere alles aus, ne? Nicht wundern. Ich will nur mal eben kurz
Hier war das, ne? Scheiße, wie komme ich da hin? Fuck! Wie komme ich da hin? Fuck, wie komme ich denn da hin?